Seitdem ich mit 16 125er gefahren bin, will ich unbedingt Wheelies lernen. Das ist fester Bestandteil der Motorradkultur, man sieht das gefühlt in jedem Video und es ist der Kickflip des Motorradfahrens. Es gehört einfach dazu. Nachdem ich mit 16 kläglich daran gescheitert bin, mein Motorrad mehrmals zerstört habe und mich auch dabei verletzt habe, möchte ich das Ganze jetzt nochmal in Angriff nehmen und in den nächsten 7 Tagen ein Wheelie lernen. Vielleicht mache ich das diesmal aber nicht alleine, sondern hole mir jemanden dazu, der wirklich Ahnung hat. Tag Nummer 1. Ich bin jetzt gerade schon auf einem etwas abgelegenen Parkplatz in Köln unterwegs. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, in Köln was zu finden, wo man so ein bisschen mit dem Motorrad rumprobieren kann. Ich bin aber nicht alleine. Ich weiß ja gar nicht, wie ich das machen soll. Hab mir deswegen einen Experten dazu geholt mit einem wunderschönen Motorrad. Derjenige weiß aber auch, wie er mit dem Motorrad umzugehen hat. Und zwar bin ich mit Seeky unterwegs. Ihr werdet den wahrscheinlich schon kennen, wenn ihr euch für Motorräder interessiert. Ich kann ja schon mal so die Basics machen, wo wir noch nicht so vielleicht ins Detail gehen, noch nicht so krass vertiefen, dann bin ich mir auch sicher, dass da nichts schief geht. Klar, man sollte so Motorradfahren schon sehr verinnerlicht haben, sage ich mal, wenn es dann an die ersten Wheelies geht. Und sonst ist halt der Key to Success die Hinterradbremse. Mhm. Also das ist so das Werkzeug, was dich quasi immer wieder safen kann. Egal wie steil du nach hinten kippst oder so, wenn du die Hinterradbremse verinnerlichst, dann kommst du immer wieder auf den Boden. Aber ja, das ist ein langer Weg. Ja, mal sehen, ob das in 7 Tagen klappt. Ich glaube, das ist schon ziemlich tight. Das ist schon sehr, sehr tight, auf jeden Fall. Also sportlich. Perfektionieren tut man das natürlich über jahrelange Erfahrung, genau, und viel, ja, fahren einfach. Aber vielleicht klappt das Ganze ja. Wer weiß. Maurice hat mir dann erstmal gezeigt, wie es aussehen könnte. Und zwar nicht nur auf seinem Motorrad, mit dem er extrem vertraut ist, sondern auch direkt auf meinem. Der kann Wheelies so gut, so sicher, dass es kein Problem für ihn war, ohne einmal auf meinem Motorrad gesessen zu haben, die Karre sofort in den Wheelie zu ziehen und die auch zu halten. Sehr beeindruckend, aber gleichzeitig auch sehr hilfreich, weil Maurice mir dadurch sagen konnte, in welchem Gang ich am besten mit meinem Motorrad die Wheelies übe und allgemein, wie ich mit dem Motorrad umzugehen habe. Okay, also. Dadurch, dass du jetzt noch die Enduro hast, ist sie ziemlich kurz übersetzt, mhm, und ziemlich aggressiv am, mhm, Gas. Wenn du es irgendwann mal beherrschst, wirst du es nicht mehr so machen. Aber für den Anfang würde ich tatsächlich empfehlen, 3. oder 4. Gang, okay, dass sie sehr untertourig ist und du nicht so schnell an den Punkt kommst, wo du überkippst, ja, wo es unkontrollierbar wird. Ja. Dadurch, dass die Drehzahl so tief ist, hast du relativ wenig Leistung, mhm, und du holst sie aber mit Kupplung hoch, oder? Ich würde die mit Kupplung hochholen. Okay. Wenn die Maschine einmal oben ist und du dann nochmal Gas gibst, die steigt dir nicht extrem nach oben, okay, weil du halt untertourig bist. Deshalb, ja, würde ich wirklich mal probieren, 3., vielleicht sogar 4. Gang mit ein bisschen mehr Kupplung, ein bisschen ausprobieren, was dir lieber ist. Ganz kurz, bevor es weitergeht, das Projekt hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht und war auch sehr aufwendig. Lasst mir gerne ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keins der folgenden Videos verpasst und bleibt bis zum Ende dran. Am Ende kommt ein sehr, sehr nices Edit von dem Wheelie, falls ich ihn nach 7 Tagen geschafft haben sollte. Viel Spaß. Ich bin dann erstmal im Kreis auf und ab gefahren und habe die Hinterradbremse benutzt. Das hört sich sehr basic an, ist aber sehr wichtig, das genauso zu verinnerlichen, weil das eben die Notbremse oder die Sicherheit im Wheelie ist. Wenn man nur die Kupplung zieht, geht es nach hinten in die falsche Richtung. Wenn man die Hinterradbremse drückt, geht es nach vorne wieder in die richtige Richtung. Da das relativ schnell funktioniert hat, ich habe die Bremse ja auch vorher schon mal benutzt, habe ich mich dann langsam an den Wheelie herangetastet, der eigentlich vom Prinzip her gar nicht so schwer ist. Man zieht die Kupplung, gibt ein bisschen Gas, lässt die Kupplung fliegen, dann sollte das Motorrad vorne schon hochgehen. Wenn es dann einmal oben ist, ist es ein Spiel aus Gas und Hinterradbremse, mit dem man versucht, das Motorrad eben oben zu halten. Man drückt die Bremse, es geht vorne runter, man gibt Gas, das Motorrad kommt wieder hoch. Hört sich einfach an, als es ist. Es ist halt eine Koordinationsaufgabe aus beiden Händen und dem rechten Bein. Wenn man das nicht gemacht hat, dann ist es tatsächlich wirklich schwierig und man muss dafür langsam ein Gefühl entwickeln, damit man da kein Risiko eingeht. Nach einer Stunde lief das aber auch schon ziemlich gut. Ich konnte das Motorrad eigentlich jedes Mal vorne hochheben, zwar nicht halten, aber das sollte dann ja Aufgabe für die nächsten Tage werden. Ich bin fest davon ausgegangen, dass die Session für heute hier gelaufen wäre, aber die lieben Kollegen sind einfach an uns vorbeigefahren. Naja, aber wir sind hier wirklich auf einem Parkplatz, hier steht kein einziges Auto, also wo, wenn nicht hier? Während Seeky dann Circles gedreht hat und ich weiter kläglich versucht habe, das Motorrad vorne hochzubekommen, haben wir dann aber Besuch von einem netten Herrn bekommen. Das soll es für heute gewesen sein. Die Messe Köln hat uns gebeten, hier nicht weiter zu fahren. Die Motorräder sind jetzt auch nicht besonders leise. Das nehmen wir so hin. Brauchen dann für die nächsten Tage wahrscheinlich irgendeinen anderen Spot. Sehr, sehr erfolgreicher erster Tag gewesen. Gut Gefühl dafür bekommen. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Ich bekomme das Motorrad aber zumindest schon mal hoch. Mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Schon mal vielen Dank.
Maurice, sehr, sehr gerne. Es war ein absoluter Traum. Ich werde nochmal auf deinen Rat zurückkommen, sehr aber gerne. Für den ersten Tag hat mir das schon sehr geholfen. Du hast auf jeden Fall Fortschritte gemacht und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja. An Tag 2 hat das Mikrofon reingesackt, deswegen labere ich jetzt einfach darüber. Ich habe einen neuen Spot gefunden, der nur 50 Meter vom alten entfernt war, aber deutlich mehr Platz hatte, wo ich niemanden gestört habe, sollte ich meinen. Das wird mir zum Ende des Videos nochmal zum Verhängnis. Aber auf jeden Fall konnte ich da für die nächsten Tage dann einfach trainieren. Ich bin jetzt vielleicht 5-mal oder so hin und her gefahren. Es fühlt sich so viel besser an. Ich fühle mich so viel sicherer. Ich traue mich so viel mehr am Gas so ein bisschen zu spielen und kontrollieren, aber nicht stoßmäßig, sondern immer schön langsam. Absoluter Traum. Ich glaube, heute werden wir richtig fette Fortschritte machen. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Yes! No joke! So gut hat sich das noch nie in meinem Leben angefühlt. So lang habe ich noch nie einen Wheelie in meinem Leben gemacht. Krass, 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 krass. Nur damit ihr versteht, warum ich mich so freue und damit ihr nicht denkt, dass es komplett übertrieben wäre. In den letzten Jahren hatte ich wirklich das Verlangen, den Wheelie vernünftig zu lernen und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Das jetzt innerhalb von so kurzer Zeit, innerhalb von ein paar Tagen so stabil hinzubekommen, war wirklich sehr, sehr nice für mich und ich freue mich auf den Sommer und alles, was da motorradmäßig noch kommen mag. Tag 3 war dann der absolute Durchbruch. Es hat super funktioniert. Ich war extrem zufrieden und habe aber auch gemerkt, wie ich super unvorsichtig geworden bin, weil ich mir in meiner Situation so sicher war. Das ist super gefährlich. Bei solchen Sachen hat euer Körper und eure Gesundheit absolute Priorität. An Tag 4 und 5 habe ich dann angefangen, das Motorrad wirklich kontrollieren zu lernen. Also ich habe einen merklichen Unterschied gehabt. Ich glaube, das sieht man sogar, wenn man von außen mich einfach beim Wheelie betrachtet. Ich bin viel ruhiger, ich kontrolliere das Motorrad mit meinen Beinen, also quasi in welche Richtung das Motorrad kippen soll. Ich kann mit der Hinterradbremse arbeiten, ich kann besser mit dem Gas arbeiten. Das waren wirklich die absoluten Durchbruchtage. Ich habe heute Max dabei, damit er endlich mal vernünftige Aufnahmen von mir beim Wheelie machen kann. Ist so ein bisschen Bestandsaufnahme, wie viel jetzt wirklich hängen geblieben ist. Die letzten 2 Tage war super schlechtes Wetter und ich konnte nicht fahren. Jetzt geht's endlich weiter. All in all muss ich sagen, es fühlt sich ein bisschen unsicher an, das jetzt 2 Tage nicht gemacht zu haben. Wir starten aber einfach und gucken, was davon hängen geblieben ist. Okay, okay. Alter, not bad. Ich merke direkt, dass ich unsicherer bin. Ich fand das schon sehr cool. Ja, das sieht vielleicht cool aus, aber ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ja, ja, dann taste dich langsam an. Ich glaube, genau. Bei sowas sollte man nichts überstürzen. Ja, genau. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen weiter und dann machen wir gleich nochmal richtige Bestandsaufnahmen. Jo. Ja. Nach 2-3 Versuchen war ich auch so die Angst los, dass ich alles verlernt hätte. Also es ist ja immer noch ein klarer Unterschied zum ersten Tag, zu den ersten Versuchen. Ich habe scheinbar die Basics wirklich verstanden. Ja. Wie ich das Motorrad hochbekomme, auf jeden Fall. Wie ich das jetzt genau da halte, ohne schneller werden zu müssen, ohne mehr Gas geben zu müssen, das ist jetzt die finale Aufgabe für den nächsten Tag. Und das ist auch eigentlich das, was es wirklich zu lernen gilt. Der im dritten wild. Gang funktioniert das so viel besser. Echt? Ja. Weil die halt viel weniger Power hat. Die ist viel ruhiger. Ja, krass. Boah. Und die waren schon... Die waren saftig. Ja. Die waren saftig, aber man wird halt auch schnell dann, ne? Genau, und das darf eigentlich halt nicht passieren. Ja, also man will es möglichst langsam können. Genau. Aber theoretisch kannst du ja so dein Verhalten am Gas, so unter Schonungsbedingungen im dritten üben und dann runtergehen. Genau, ganz genau. The air is out. Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt weitermachen würde, würde ich mir wehtun oder so. Ja. Das lieber aufhören und mit ein bisschen Ruhe in den nächsten Tagen weitermachen. Man sagt ja immer, aufhören, wenn es am schlechtesten ist. Genau. Mittlerweile fühle ich mich deutlich sicherer. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es quasi nur noch um Perfektion geht und dass jetzt einfach wirklich eine reine Übungssache ist, das immer mal wieder zu machen. Ich habe das in den letzten Tagen, wenn ich es nicht geschafft habe, hier auf den Platz zu kommen, natürlich nicht auf der Straße gemacht und hatte dabei auch nicht schon ein deutlich besseres Gefühl, wäre in der Stadt absolut verantwortungslos und solltet ihr auf gar keinen Fall machen, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Wir sind jetzt wieder hier und jetzt übe ich weiter. Ich traue mich halt jetzt einmal mit richtig Gas hochzukommen und dann halt mit wenig Gas oben zu bleiben. Ist nicht mehr so, dass ich mit wenig Gas hochgehe und probiere mit viel Gas oben zu bleiben, sondern ich lerne viel besser mit dem Gas und allgemein mit den ganzen Komponenten der Bremse und so umzugehen. Es fühlt sich an, als hätte ich nie was anderes gemacht. Sehr gut. Ich bin zwar auch deutlich unruhiger und fange jetzt an, weil ich denke, oh, ich bin sicher und mache hier so, ne, schlag den Lenker ein und
gebe mal so ein bisschen Gas, spiele so damit. Aber es ist viel mehr, weil ich mich sicherer fühle und mich jetzt ausprobiere in verschiedene Richtungen. Ich habe an Tag 1 nicht mal die Koordination zwischen Kupplung und Gas vernünftig hinbekommen. An Tag 6 habe ich mein Training gelivestreamt. Das bleibt den Leuten hier auf YouTube vorenthalten. Ihr müsst auf Twitch dabei sein, damit ihr das sehen könnt. Wenn ihr also das nächste Mal einen Sneak Peek zu einem Projekt haben wollt, dann checkt den Link in der Videobeschreibung, schaut bei Twitch vorbei. Wir machen sehr, sehr nice Sachen. Ich habe am Ende des Streams dann leider ein paar Probleme bekommen, wurde von dem Platz runtergeschmissen und hatte dann auch keine Trainingsmöglichkeit mehr in Köln. Ich musste dann ein bisschen umstrukturieren. An Tag 7 habe ich mich dann dafür entschieden, nicht mehr zu trainieren, sondern einfach ein großes, finales, schön gefilmtes Video zu machen. Das kommt jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Das war in 7 Tagen Wheelie lernen. So tempted to love. Who says, what's the drug?